Hallo zusammen und willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass du mit dabei bist. Im Video heute soll es noch einmal um die Vulkan Metal Engine gehen. Ich hatte dazu vor kurzem schon ein Video gemacht, als die Beta-Version gerade erschienen ist. Und weil mich dazu sehr, sehr viele Rückfragen erreicht haben und weil ich mir das Ganze natürlich in der Zwischenzeit auch noch mal ein bisschen genauer angeguckt habe, wollte ich heute noch mal ein Update geben. Vorneweg erstmal ein großes Dankeschön an Bob für den Hinweis, dass es sich bei Vulkan um eine Grafik-API und keine CPU-API handelt. Das habe ich im letzten Video nicht hundertprozentig korrekt erklärt. Außerdem ist es natürlich so, dass sich an der grundlegenden Programmierung von X-Plane erstmal nichts verändert hat. Das bedeutet, dass X-Plane auch weiterhin nur unter der Nutzung von einem oder wenigen Kernen der CPU, also des Prozessors, läuft. Vulkan nimmt zwar ein wenig Last von der CPU, man kann aber gut rechts oben bei der prozentualen Auslastung des Prozessors sehen. Das liegt so bei 20, 30, teilweise geht es auch mal rauf auf 40%, dass der Prozessor einfach nicht voll ausgenutzt wird. Mit anderen Worten, es ist auch weiterhin so, dass die CPU in den meisten Fällen der limitierende Faktor ist, wenn man eine hohe Framerate erreichen möchte. Das ist auch bei mir der Fall. Das kann man links oben gut erkennen. Da sieht man neben der Framerate nämlich auch die Zeit, die die CPU braucht, um alle Informationen für das Rendern eines Frames zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig auch die Zeit, die die GPU braucht, um eben diese Informationen zur Verfügung zu stellen bzw. das Bild zu rendern. Und hier kann man ganz schön erkennen, dass die CPU ein wenig länger braucht als die GPU. Mit anderen Worten, die Grafikkarte wartet hier auf die CPU, bis sie halt alle Informationen bekommen hat, um das Bild abschließend rendern zu können. Das wird bei den meisten Nutzern von X-Plane tatsächlich der Fall sein. Es sei denn, man spielt jetzt mit einer besonders hohen Auflösung, wo die Grafikkarte echt extrem viel zu tun hat, dann kann es auch schon mal sein, dass die Zeit, die die Grafikkarte braucht, um das Bild zu rendern, länger ist, als die Zeit, die die CPU braucht, um die Daten zur Verfügung zu stellen. Genau, so viel jetzt erstmal vorneweg und als nächstes würde ich gerne mal auf die Frage schauen, sollte man sich diese Beta denn jetzt runterladen, bringt die wirklich so viel mehr oder nicht? Also, natürlich sieht man hier bei mir jetzt einen relativ hohen Uplift, das habt ihr ja auch in dem anderen Video gesehen, dass man einfach mehr Frames bekommt, aber das ist leider nicht alles und tatsächlich zeigt sich im Praxistest, dass viele Funktionen noch nicht richtig implementiert sind und dass das Ganze auch einfach noch nicht rund läuft. Damit meine ich vor allem Plugins. Also ich habe gesehen, dass zum Beispiel XPilot nicht funktioniert. Einige Leute haben mir zugetragen, dass die CPU 737 nicht richtig funktioniert und dass der Autopilot mit der neuen Vulkan Engine nicht funktioniert. Der Toolist A321, mit dem ich hin und wieder ja auch unterwegs bin, läuft auch nicht unter der Vulkan Engine. Also gerade dann, wenn ihr viele zusätzliche Plugins benutzt, dann würde ich euch empfehlen, wartet lieber noch mit dem Upgrade, mit dem Updaten auf die neue Version, auf die Beta-Version. Weil ihr könnt euch damit das ein oder andere Plugin vielleicht nicht zerschießen, aber es wird wahrscheinlich erstmal nicht funktionieren. Zu einigen Plugins gibt es tatsächlich auch schon ein paar Updates. Also Jar Design hat zum Beispiel für das Ground Handling Plugin bereits ein Update herausgebracht, das man sich runterladen kann. Den Link werde ich euch auf jeden Fall in der Videobeschreibung einfügen. Genauso ist es bei Better Pushback. Auch dazu gibt es schon ein Update, was bei mir zumindest den gewünschten Erfolg auch gebracht hat. Also bei mir funktioniert es danach. Ein paar Leute haben mir auch gesagt, dass es bei denen nach wie vor bei Better Pushback nicht funktioniert, auch wenn sie sich die neueste Version runterladen. Das alles ist letztendlich aber auch nur eine Frage der Zeit. Also die Add-on-Entwickler werden natürlich jetzt nachziehen und peu à peu auch ihre Plugins, ihre Add-ons umgestalten, damit sie unter der Vulkan Engine entsprechend funktionieren. Die ist ja auch schon etwas länger angekündigt, von daher hatten die Entwickler da natürlich auch schon Zeit im Vorfeld zu reagieren und zu arbeiten. Es gab ja vorher auch schon eine Closed Alpha, wo die Entwickler schätzungsweise auch mit einbezogen worden sind. Nichtsdestotrotz bleibt das Thema natürlich extrem spannend und in der Sache ist die Vulkan Engine sehr gut und sehr empfehlenswert.
Die Plugins, die jetzt noch nicht funktionieren, werden natürlich nach und nach abgedatet werden und dann von den Entwicklern eben auch für die Vulkan Engine umgestaltet, sodass sie auch funktionieren. Es gab ja im Vorfeld schon eine Alpha, bei der die Entwickler hoffentlich mit einbezogen worden sind, sodass sie da auch Vorarbeit leisten konnten und das im Zweifelsfall auch nicht mehr so lange dauert. Das ein oder andere Plugin gibt es ja jetzt auch schon, das eben unter der Vulkan Engine funktioniert. Insgesamt ist die Vulkan Engine natürlich ein super cooler Schritt. Ich verweise hier gerne auf Michael Brown, der die Vulkan Engine jetzt inzwischen unter verschiedensten Konfigurationen getestet hat, sprich mit verschiedenen Prozessoren, mit verschiedenen Grafikkarten, und der konnte eigentlich bei fast allen Konfigurationen immer einen Uplift feststellen. Einzig und allein bei einer Grafikkarte, bei der der VRAM bei OpenGL schon voll ausgelastet war, konnte das neue Setup eben auch keinen Uplift unter der Vulkan Engine bringen. Besonders hervorzuheben sind hier an der Stelle natürlich auch nochmal Grafikkarten, die auf AMD-Chips basieren. Denn ich will jetzt nicht sagen, dass der OpenGL-Treiber von AMD schlecht ist, aber er war einfacher und kostengünstiger produziert, als es jetzt vielleicht bei Nvidia der Fall ist. Und unter Vulkan kann man natürlich die Leistung von den Radeon-Grafikkarten zum Beispiel, die auch auf AMDs basieren, eben viel besser ausnutzen, als das unter OpenGL der Fall gewesen ist. Long story short, meine Empfehlung ist, wartet lieber noch mit dem Update, insbesondere dann, wenn ihr viele Plugins, externe Plugins benutzt. Aber selbst die Tools, die in X-Plane 11 integriert sind, funktionieren nicht hundertprozentig. Also zum Beispiel das Tool, mit dem man neue Icons für die Flugzeuge erzeugen kann, das crasht im Moment unter Vulkan. Ansonsten werden wir natürlich die Entwicklung der Beta-Version bis zum finalen Release im Auge behalten und natürlich auch die Entwicklung der ganzen Add-ons, denn die scheitern ja teilweise im Moment noch an der Vulkan Engine. Hier wird aber sehr wahrscheinlich in den nächsten Wochen von den Entwicklerstudios relativ viel kommen. Wir werden uns das Ganze anschauen in Bezug auf Kompatibilität mit der Vulkan Engine und sobald sich da an meiner Empfehlung zum Nutzen der Beta-Version irgendwas ändert, würde ich das natürlich hier auch nochmal in die Runde geben. Ja, bis dahin. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn ihr noch zusätzliche Informationen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich versuche das alles in den nächsten Videos mit aufzunehmen. Und damit ihr up to date bleibt, empfehle ich euch natürlich auch, abonniert meinen Kanal. Klickt auch auf die Glocke, damit ihr Notifications bekommt, wenn ein neues Video da ist. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.